Hallo zusammen, schönen Gruß vom Schloss Neuhaus in Paderborn, hinter mir zu sehen. Es ist jetzt, was haben wir eigentlich hier, 7.8., also 7. August. Es ist Ferienzeit, da drin ist eine Schule, das ist wichtig, weil das heißt, da ist niemand. Das heißt, die Lichter sind heute wahrscheinlich nicht an. Mein Zielfoto wird sein, Schloss Neuhaus in der blauen Stunde. Ich habe dabei die D5600, ein Leihgerät von Nikon Deutschland, mit dem 1680, sodass ich sehr flexibel bin mit dem Zoom, auch das ist wichtig. Ich stehe hier oben leicht erhöht. Ich würde eigentlich lieber auf dem Boden sitzen unten. Aber die haben hier zwei riesige Baumstämme hingelegt auf dem Weg. Und die sind mir halt in vollem Bild. Und das ist irgendwie ganz mühsam, die wegzumachen. Während von hier aus kann ich die ganz einfach wegstempeln. Also ich bin jetzt faul und deswegen stehe ich hier oben, weil das Bild nachher einfacher ist. Aber es hat natürlich einen Einfluss, wie weit ich zoome. Weil wenn ich drin dichter dran stehen würde, dann würde ich nicht so weit zoomen, sondern würde ich weitwinkliger arbeiten. Perspektive wäre anders. Nicht zwingend besser oder schlechter, aber sie wäre anders. Ich würde eher unten stehen, wenn ich die vor freie Wahl hätte. So, das sind jetzt 24 mm und jetzt zoome ich mal langsam rein und man kriegt ein bisschen Gefühl, wie sich das Ganze verändert von der Bildkomposition. Die Frage ist ja, wie viel, ich gehe mal wieder raus, jetzt habe ich sehr viel Weg drin. Also der Weg ist jetzt, ist quasi, das Bild heißt jetzt quasi der Weg zum Schloss. Und jetzt ist das Schloss. Und jetzt ist es irgendwie der Himmel über dem Schloss. Also so ein bisschen Variation in meiner Kamerahaltung oder natürlich in der Zoomstufe kann relativ viel auf die Bildwirkung ausüben. Und die große Frage ist halt gleich, wird dieser Himmel da oben nun rot oder nicht? Und dann brauche ich mehr Himmel. Und wenn es nicht rot wird, dann würde ich eher sowas in der Richtung wählen wollen. Der Weg soll schon noch markant sein, aber nicht mehr so dominant. Und dadurch, dass ich hier hinten stehe, habe ich mehr Zoom. Wenn ich vorne stehen würde, ich habe das vorhin probiert, wenn ich ganz vorne stehe, dann muss ich weitwinklig sein. Und dann habe ich natürlich sehr, sehr dominant den Weg da vorne drin. Also mehr dominant, als ich möchte. Ich müsste so ein bisschen da quasi vor diesem Ding stehen. Und das kann ich nicht, weil das wäre dann einfach voll im Bild. Also ich muss dann sehr weit vorne stehen oder halt auf die andere Seite von dem Stamm gehen. Und dann muss ich wirklich in den Ultraweitwinkelbereich gehen. Ich erwarte also einen roten Himmel und ich erwarte zur blauen Stunde nicht das super Knüllerbild, weil keine Lampen an sein werden, fürchte ich. Es wird drumherum ein paar Lampen haben, hoffe ich, aber drinnen halt eben nicht. Also der Tipp wäre, komm Ende Herbst, wenn das Laub hier bunt ist und abends da irgendwie irgendeine Veranstaltung ist oder aus irgendeinem Grund da viele Lichter in den Fenstern an sind, weil das wäre, glaube ich, noch ein Tick besser. Vielleicht auch im Winter, könnte auch schön sein. Das Ganze wird in der nächsten Go-Ausgabe, nicht vergessen, Teutoburger Wald, Elbsandsteingebirge und Harz. Deswegen sind wir hier im Moment im Teutoburger Wald, um ein paar Locations zu spotten. Und demnächst mache ich einen Aufruf und suche dann ein paar Bilder, damit ihr halt auch in der nächsten Go erscheinen könnt. Also nicht alle, aber ein paar von euch. Ich hoffe, es hat Lust gemacht, mal nach Paderborn zu kommen. Super schöne Stadt. Der Dom ist im Moment ein riesen Baugerüst dran, aber drin ist sehr schön. Drumherum ganz viele Kirchen. Ganz, ganz schöne Altstadt. Also es lohnt sich sehr. Ich bin heute wirklich zur Ferienzeit hier so ein bisschen. Also ich habe nicht viel fotografiert, aber es lohnt sich definitiv, hier nochmal herzukommen in Ruhe. Alleine, sodass ich Zeit habe und so. Und nicht den Nachmittag mit Eisessen verbringen muss und so. Frechheit. Also, ich hoffe, es hat Lust gemacht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich kann es auch keinem erklären hier, warum ich nach jedem Foto neu den Selbstauslöser, warum der immer ausgeht nach jedem Schuss, kann man eigentlich keinem erklären. Man kann natürlich auch keinem erklären, warum ich die Fernbedienung mit habe und die in meiner Hosentasche ist, die ich heute Morgen anhatte. Ja, dann bräuchte ich das nicht. So, nochmal. Geht jedes Mal wieder aus und direkt Zeug hier. So, jetzt ist es 8 Uhr und Sonnenuntergang ist in einer Stunde und blaue Stunde ist in anderthalb. Du hast von der Stunde aber auch schon gesagt, Sonnenuntergang ist in einer Stunde. Das war gelogen. Ah, das ist schön. Nein, aber jetzt stimmt es aber wirklich. Um 9. Um 9, ja, um 9 ist Sonnenuntergang und blaue Stunde ist halt danach irgendwie. Je nachdem, ob da Lichter angehen oder nicht warten würde, warten wir nicht, weil ohne Lichter brauchen wir nicht warten. Mhm. Okay. Kann man das hier Schrift sehen? Kann man sehen. Okay.